Hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Brotherhood. Und ist dieser Mond nicht durchaus schön? Es ist doch herrlich. Wunderschön. Können wir da irgendwo den großen Wagen entdecken? Hat Ubisoft den großen Wagen genau getreu eingebaut? Ich glaube nicht. Egal. Wir sind zurück. Immer noch in La Roma. Und ja, ihr seht es. Ich stand immer auf derselben Dachspitze wie zuvor. Ich habe gerade nochmal geguckt und habe doch noch Zeit für eine einzige Folge. Eine kann man noch aufnehmen. Das heißt, die Aufnahmesession ist auch noch nicht ganz vorbei. Weil ich liebe ja, wie gesagt, Brotherhood. Und da muss ich doch erstmal ein bisschen hardcore suchten. So, Kumpel, ich bin oben. Du? Bleib unten, genau. So. Ich klau dir kurz dein Hab und Gut. Das ist gut. Und dann gehen wir jetzt da hinten lang. Ja, ich habe noch Zeit für eine Folge. Vielleicht auch noch zeitlich zwei. Das hängt davon ab, wie sich meine Planung gleich noch ändern könnte. Aber ich habe gerade so Bock auf Assassin's Creed. Ich muss das gerade hardcore suchen. Ich bin ehrlich, ich mag Assassin's Creed Brotherhood. Und da werde ich mich auf jeden Fall richtig festsuchen. Ich weiß, ich habe damals beim allerersten Durchspielen Brotherhood, glaube ich, in 2 Tagen durchgespielt. 2 Tagen. Aber wenn ich jetzt in 2 Tagen alles... Ja, wenn ich alles jetzt 2 Tage durchrushe, dann habe ich zwar Folgen für die nächsten 2 Monate gefühlt, aber halt in ewig lang... Gut, ich hätte ewig lang eine Aufnahmepause von einem Spiel, weil ich werde da nicht gleich Revelations reinprügeln, wenn Brotherhood durchmal durch ist. Also ich werde die Aufnahmen immer so legen, dass beispielsweise Brotherhood erst angefangen hat, nachdem 2 durch waren. Ne? Also der Tag der Aufnahme von der ersten Aufnahmesession zu Revelations war an dem Tag, wo die letzte Folge 2 lief, dass ich quasi am Tag 2 Tage später nahtlos weitergehen konnte. Auf jeden Fall gehen wir jetzt die Damen besuchen. Klopf, klopf. Willkommen in der Rosa in Fiore, Fremder. Salve. Wärt ihr so freundlich, die Dame des Hauses zu holen? Madonna Solare ist nicht da. Wisst ihr denn, wo sie ist? Ich... Aiuto, aiuto! Madonna Solare! Lucia, wir dachten, du hättest uns verlassen. Die Männer brachten uns auf ein Schiff. Mich ließen sie gehen, aber... Wer brachte euch auf ein Schiff? Sklavenhändler, Misere, bei der Isola Tiberina. Sie verlangen ein Lösegeld im Austausch. Ich hole sie zurück. Tja, und schon müssen wir die Dame retten. Schwere Verhandlungen. Das nötige Geld abliefern, um die Besitzerin der Rosa und Fiore aus den Händen der Sklavenhändler zu befreien. Wir dürfen nicht schwimmen. Das macht es natürlich 2500 beschaffen. Ach ja, jetzt muss er Taschendiebstählchen machen. Wir dürfen nicht schwimmen, das heißt, ich muss irgendwo an eine Schatztruhe ran. Ist die hier oben? Da ist er. Nee, ich will abfallen, bitte. Hallo. Das Geld ist ja schon ein bisschen mehr wert. So, haben wir schon 544. Auch gut. So. Dann wollen wir mal. Meins. So, da haben wir ein bisschen Geld. Meins. Auch schon 30 mehr. Du siehst reich aus. Oder auch gar nicht. Das ist schön, man kann ja so gut Geld farmen. Meins. Hep. Das Wichtige ist natürlich immer in Bewegung bleiben, dass die auch nicht bemerken, dass man sie beklaut hat. Den beklauen wäre es keine gute Idee. Hallo junge Dame, danke für ihr Geld. Guten Tag. Danke. Problem ist auch, wenn wir bemerkt werden, ist schwer. Er hat an der Basilika gearbeitet.
So, wieder 31 Münzen mehr. Oh, hier ist ein Maskenhändler. Aber der bringt uns da nichts. Ist leider kein Maskenhändler aller Majora's Mask. Guten Tag. Hui. Ich habe ein Elixier aus Blei und Granatapfel gebraucht. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Gesundheit! Kann ich aber klauen? Ach, wir müssen einfach Geld klauen. Guten Tag! Ich klaue dir das Geld, was du selber brauchst. Aha! Ich bin nett. Hey, hast du Geld? Hast du Geld? Habt ihr ein bisschen Kleingeld? Wenn ich jetzt so hinter wäre, würde ich einfach dieses Kleingeld-Meme aus South Park einbauen. So. Jetzt werden wir erstmal ganz kurz hier wieder hoch krabbeln. Hey, die Kisten bringen ja auch noch Geld. Darf ich auch nicht vergessen. Aber 2500 ist schon harte Lösegeld, du. Oh, hier war doch gerade noch ein Wachmann. Was ist denn? Ist die Wache gerade. Ach, da ist die. Kumpel. Ich brauche bloß dein Geld. Das kannst du behalten. So. Ganz wichtig, bevor sie runterfallen, auf Plündern drücken. Denn Plündern ist es, obwohl sie runterfallen. So schwimmen dürfen wir nicht. Das heißt, da lang gehen ist keine Option. Und da ist ein Boscherturm. Den will ich eigentlich auch noch nicht machen. Oh. Hallo, Jung. Ist ja ein richtiger Turner. Naja, ich bin Leistungssportler. Zack, zack. Wieder ein 28 mehr. Aber man merkt, ne, so 1000 damit verdienen ist doch nicht so einfach. Also man muss da echt sehr viel. Oh, 21, ne? Der hat ein bisschen eine große Tasche gehabt. So. Und das wird unsere Aufgabe sein. Sehr viel Geld sammeln. Immer wieder durch die ganzen Seitengassen abgehen. An Orten, an denen wir schon waren. So, jetzt laufen wir ein bisschen, weil der war ein bisschen sehr nah dran. So. Gut, oh. Danke, danke. Danke. Du brauchst kein Geld. Du auch nicht. Du auch nicht, du auch nicht. Da schon mal ganz kurz. Hier kommt Opa vorbei mit dem Klingelbeutel. Danke, danke, danke. Da war nicht im Weg stehen. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Komm, kümmert euch um eure Gesundheit. Und da waren wir erwischt. Gut, dann brauchen wir noch weiter Geld. Das heißt, wir gehen da lang. Oh, 43 von zwei Damen. Naja, ist auch gut. Ja, wir kommen langsam näher. Ihr braucht euch nicht prügeln. Gibt mir voll Geld. So. Guten Tag, guten Tag. Oh, der hatte gerade gut Geld. Ach, noch was. Heilig.
habe ich jetzt nicht erwartet. Ich wusste gar nicht, dass die Sonne noch einen Sinn haben. Ich dachte, so 9, 12 und sowas ist so Mittelmaß. Na gut, dann haben wir auf jeden Fall das Geld zusammen. Wir haben jetzt so auf 600 plus. Ich will mich jetzt nicht beklagen, ne? Und jetzt stell dir mal vor, das wäre eine Aufgabe gewesen, die auf Zeit geht. Das hätte denn lange geschluckt. Oh, wisst ihr was? Wir können trotzdem noch weiter klauen. Kling, 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 kling. Das stimmt nicht mit euch. Lasst ihn nicht entwischen. Wiedersehen. Ja, hier ist meine Brücke, okay. Geht jetzt auch rum, gefunden. Ach, egal. Tschüss, Jungs. Und nochmal klauen. Kling, 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 kling. Wir nehmen quasi alles mit, was wir unterwegs finden können, du. So. Schwimmen dürfen wir nicht, das heißt, wir müssen auch hier lang. Und ja, es gibt auch hier Boote und so weiter, sieht man ja schon. Aber die will ich eigentlich nicht nutzen. So. Das heißt, es ist bloß nicht runterfallen. So, wir haben knapp 1000 mehr. Also 900 eigentlich bloß. Aber man räumt, man ab 0, ab 5, rundet man ja auf, ne? Deswegen da ist knapp 1000 mehr. Wenn ich jetzt die Kiste drüber mitnehme, sind es auf jeden Fall 1000 mehr. Hey, wenn ich mich umbringe, habt ihr Wachen weniger zu tun. Ist auch schön. So, irgendwo ist die Kiste. Ja, ist die Kiste. Naja, Kaffeebohnen. Oh, Kaffee, das schwarze Gold. Das trinkbare schwarze Gold. Wobei ich sagen muss, ich trinke meinen Kaffee nicht komplett schwarz. Ich trinke meinen Kaffee mit Milch und Zucker. Aber nur ein Löffel Zucker, ne? Man muss ja nicht übertreiben. So, da haben wir schon 4 von 101 Porsche Banners. Ich generell, was das für Ruinen sind hier, Alter. Irgendwo hier müssten wir Tour sein. Ja, dir. So, es ist mal ganz was gucken, dann ist das Schiffchen, ne? Du kennst mich gar nicht. Ich bin das erste Mal in Rom. Heute. Das Ding sagt nicht den Roger, Link. Seid ihr wegen der Hure hier? Ayutatemi! Ich habe euer Geld. Lasst sie gehen! Nein! Wendet euch an Cesare! Okay, Jungs. Wer will? Du? Okay. Und jetzt geht's wieder rei rum. Ihr seid agil, meine Freunde, so bist du fest. Aber nicht agil genug. Ich habe jetzt schon 4 von euch eliminiert. Sicher, dass sie noch weitere wollen. So, du hast die Hand gezeigt, deswegen bist du schon mal generell weg. So, Kumpel, du bist der Letzte. Als ob ich dich gehen lasse. So, jetzt plündere ich euch noch und klar euer Geld auch noch. Ihr dürftet eigentlich eine Menge Geld haben.
tendenziell. Dann hätte ich euch schon vorher beklauen können. Schade ist um die Kurtisane. Aber selbst die hat 200 Gold. Nein, ich will dich nicht haben. Dann liegen. Ich will dich nicht haben. Hau ab. Achso, die Kurtisane hat gar kein Geld. Ich hab die anderen geplündert. Okay. Na gut, warum sollte Nutter auch 200 Dollar mit sich umschleppen, ne? Oder 200 Florin in dem Fall. Na guck mal, jetzt habe ich das Geld, was ich für die Löse brauchte, schon doppelt raus. Also ich habe das Doppelte jetzt. Statt 2,5 bin ich jetzt bei 5,2. So, ich darf aber nicht schwimmen, das heißt, wir müssen die Insel, das Schiff wieder auf den normalen Weg verlassen. So. Und das Gebiet machen wir natürlich nicht. Das wäre ja ein bisschen mörderisch jetzt noch zu machen. Also nicht zeitlich, sondern jetzt nach dem Abgang der Aufgabe. Mach Platz da, Kumpel. Ist das nicht gefährlich? Für Ungeübte ja. Für ihn zum Beispiel auch. Okay, wenn das hilft, Kumpel. Donato, ich habe ihn aus den Augen verloren. Ja, stirb, Katze. Nach dir, mein Freund. Lange nach dir. Du lebst ja noch. Ich hab dich also noch verprügelt. Ja, bin ich jetzt zu dir. Hier, viel Spaß mit deinem Kumpel. Ich rufe euren Chef an und sage, ihr habt ein Schäferstündchen, ne? Oder sowas ähnliches. Essenspause. Ihr macht Mittagszeit. Das dürfte eh gerade mittags ungefähr sein. Ich meine, wir haben den Part begonnen, aber es ist nachts. Hallo! Was? Mörderer? Nein. Ich bin kein Mörder. Ich bin nur Tourist. So. Wieder ein bisschen Geld gesammelt. Da lag. Yippie! Ja, yay! Schweinebacke. Der Preis eines Ablassbriefes für die Sünde des außerehelichen Küsters eben auf die Hand. Dann immer für harte Tour, genau. Weil ich habe jetzt keinen Bock mehr zu laufen. Das Problem ist, meine Frau kocht gerade Essen. Obwohl ich keine Frau habe. Sowohl wie live als auch in-game. Leider. Wobei, was das leider? Ich muss sagen, real life bin ich in einer glücklichen Beziehung, das steht fest und in Videospiel ist das nicht so wichtig. Boah, das ist halt wieder. Okay. Darf ich jetzt nicht gleich da sein? So langsam. Hier will das Pferd gar nicht runterspringen. Mann, diese Wegfindung in Rom ist ja echt schwer hier. Hier mal runter. Ja, auch nicht. Vielleicht doch, und du weißt es noch nicht. Hat dir besser keiner erzählt, ne? Ach, das ist ja das Gebäude. So. Guten Tag. Mutter? Schwester? Ezio. Sir Machiavelli sagte, du wärst vielleicht hier. Was macht ihr hier in Rom? Wurde Florenz angegriffen? Nein. Oder eher, ich weiß es nicht. Wir waren nicht in Firenze. Warum? Ezio, wir wollen helfen. Ich wollte euch helfen, als ich euch nach Florenz schickte. Wo ist Madonna Solari? Sie ist tot. Merda. Was nun? Müssen wir jetzt schließen? Ihr schließt nicht. Ich brauche euch. Messere, wenn niemand die Geschäfte führt, sind wir am Ende. Ich tu's. Du gehörst hier nicht her, Claudia. Ich weiß, wie man ein Geschäft führt. Onkel Marius führte ich Jahre. Dies ist anders. Welche Alternative hast du, Ezio? Wenn du es machst, Claudia, bist du ganz allein. Ich war die letzten 20 Jahre allein. Bene. Ich plane, das Bordell herzurichten. Hier sieht's ja schlimm aus.
Und ich will, dass die Dirnen Katharina Sforza finden. Du kannst auf uns zählen. Ja, denn die kleine Schwester mehr mummert als der Bruder. Was das angeht. Mit den Architekten sprechen, um die Rosa in Priora mit den 2500 von dem Sklavenhändler zu renovieren. Kein guter Platz für so etwas. Kein guter Platz. Kumpel, durch die Renovierung der Rosa in Fiore für 2500 verfügen die Kortisanen über eine markante Präsenz in Rom, was ihnen beim Kampf gegen die Borgia zugutekommt. Nein. Denke mal her, das Ding. Und schon wird das Ding klack, 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 schön hergebaut. Saubere Arbeit. Vielen Dank, Herr. Ist da ein Baum rechts von mir gespawnt? Oh Gott. Willkommen in der Rosa in Fiore. Wie du siehst, ist es das beliebteste Bordell in ganz Roma. Mein Geld ist gut angelegt. Hier ist eine Liste der Künste meiner Mädchen. Viel bringst du ihnen nicht bei. Du kannst es besser? Nessun problema. Ezio, die Borgia machen es Claudias Dirnen schwer. Es gibt vieles, was du tun könntest, um ihnen zu helfen. Ich werde es mir merken. Sonst noch was? No. Ezio. Habt ihr Katharina gefunden? Wir arbeiten daran. Bene. Besuch mich auf der Isola Tiberina, wenn du etwas erfährst. Man merkt, Claudia ist eine eiskalte Geschäftsfrau. Und wir haben es geschafft, wir sind nicht schwimmen gewesen. Was auch einfach war. So, wir gucken uns mal an, was die... Ach ja, wir dürfen jetzt die Aufgaben der... Dörren machen, ne? Hier gibt es Dörren-Aufgaben. Was gibt's denn hier als Aufgaben? Kortisanengilde. 0 von 10 Mal Kortisanen eingesetzt, um Wachen abzulenken. 0 von 10 Gegner durch Untertauchen in der Menge oder Verstecken entkommen. 20 Feinde auf Wachposten mit der Armbrust eliminiert, ohne entdeckt zu werden. 0 von 10 Wachen gerittene Pferde gestohlen, ohne die Reiter zu töten. 0 Leichen im Brunnen Heuer versteckt, 15 Wachen vergiften. 20 Wachen während eines Rauchbombenangriffs eliminieren. Also insgesamt, ich habe einmal 10 Attentate auf Wachen von hinten ausgeführt. Attentate auf Wachen aus untergetauchter Position heraus ausgeführt. Ich weiß leider nicht, zu Bänden Herausforderung für den nächsten Rang 2. Ich weiß leider nicht, was das am Endeffekt bringt, wenn man die alle abgeschlossen hat. Aber auf Wunsch können wir es auch gerne probieren. Aber ich habe jetzt keine Lust auf eine Konzernaufgabe. Das machen wir später. Oh, ja, das noch nur noch 7 Minuten. Neue Erinnerung an Christina verfügbar. Wait. Tatsache. Das noch im nächsten Part. Okay, gut, jetzt. Was ist da? Kopernikus? Okay. Ein Kurtisanauftrag, ja. Das ist interessant. Das ist mein Borgia-Turm hier. Oh, ein Fünfer. Den machen wir aber nicht. Wir gehen jetzt da rein. Markieren wir eine Idee. Mir fällt gerade ein, was die Geheimmissionen sind, die man freischaltet, wenn man die Aufträge abschließt ohne Souveränitätsverlust. Also sprich, wenn ich, wie eben gerade, beenden Sie Herausforderungen, um die Fraktion zu beeindrucken und Belohnung zu erhalten. Das machen wir nebenbei auch noch gerne. Was man bekommt, wenn man die Aufträge, also die Missionen abschließt mit voller Synchronität. Dadurch werden die Katharina Aufgaben freigeschaltet. Oder die Katharina Missionen. Ne, nicht Katharina. Die Christina. Christina-Aufgaben. Entschuldige. Boah, entschuldigt euch. Weil, wenn man Assassin's Creed 2 gesehen hat bei mir oder auch selber gespielt, weiß man ja, dass Ezio anfangs des Spiels seine kleine Freundin, die Christina, hatte. Aber nach dem Verrat an seinen Eltern, Rosmus an seinem Vater und seinen Brüdern, hat man sie ja nicht mehr wiedergesehen. Und das wird quasi jetzt hiermit erklärt, warum, weshalb, wieso.
Nun verdreifacht wurden, da die Kanäle da an sich sind. Und das werden wir dann auch nach und nach versuchen zu machen. Also ob ich volle Synchronität zu 100% kriege, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich bin mir noch ein bisschen unsicher, ob ich es machen will, soll, darf, möchte. Aber vielleicht mache ich dafür dann die ganzen Nebenaufgaben, wie halt mit dem Romulus-Versteck. Quasi offscreen. Einmal so lange spielen, bis ich die 8 Dinger Deutsch habe. Die Kisten, die ich da drinnen einsammle, sammle ich dann nebenbei ein. Ist auch nicht das Problem. Ich glaube, das wäre so das geringste Übel. Einfach um die Aufgaben für das Let's Play zu bekommen. Auf jeden Fall habe ich da schon irgendwie Lust drauf. Da ich ja Assassin's Creed ganz gerne spiele, wäre das mal für mich eine Herausforderung. Sagen wir so, es ist für mich neu. Ich habe es nie gemacht. Also ein paar habe ich halt zu 100% erfüllt, die halt einfach waren. Jetzt zum Beispiel gerade die mit dem Schwimmen. Aber im Groben und Ganzen habe ich das nie groß durchgezogen. Und das wäre dann mal eine Idee wert zu machen. Genauso wie diesen Turm jetzt zu erklimmen. Zu erklimmen. Zu bestehen klingt auch scheiße. Wie den Turm zu machen. Punkt. So. Jetzt springt er uns runter, hol noch die Fahne da oben drauf. Schaffe ich das von einem Feld rüber? Bin ich da überhaupt? Was geht denn da? Da macht jemand Spaß. Das dürfte ich eigentlich schaffen, oder? Das dürfte ich schaffen, ja. So weitestgehend. Habe ich mal gesagt, dass ich einen Arzt aussuchen muss? Dass ich ein bisschen Medizin kaufe? Weil ich habe gar nicht mehr viel. Nur noch eins. Ich bräuchte ein paar Ärzte. Und wir haben schon 4000 dann unter dem Banktresor. Ja gut, wir verdienen ja gerade nach und nach immer gutes Geld, ne? Aber das Geld reben ist diesem ja wieder in Rom rein. Also irgendwo lohnt sich es schon, das zu machen. So, dann gehen wir jetzt die Kiste noch plündern. Und den nächsten Auftrag, wo ich das hinrenne, den hinten, den machen wir dann im nächsten Part. Aber erstmal muss ich ganz kurz die Kiste sammeln. Ich höre sie hier oben funkeln. Aha. Einsammeln. Lalalalala. Glas mit Blutegeln. Ich will gar nicht wissen, wie lange es da schon lag. Warum ist die Musik gerade so bedrohlich? Sterben ist gleich Leute. Sterben Leute. Weißt du das? Oh. Du zum Beispiel. Okay, die Musik war gerade durchgehend bedrohlich. Wer fällt um? Musik aus. Ah ja, okay. Lalalalalala. Hallo, schöne Frau. Wie weit ist das denn entfernt, sag mal? Ich will die Mauer nicht wissen. Ich will... Na doch noch ein bisschen. Also wir rennen jetzt bis da runter und machen das im nächsten Part. Wie gesagt, das ist denn... So, ich gucke jetzt gleich noch nach, ob ich noch eine Folge aufnehmen kann. Darf, soll. Er hat an der Basilika gearbeitet. Oh, hier ist ein Borscherturm. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wo bin ich? Der Turm ist das, ne? Ja, das ist ein Vierer. Muss auch noch nicht sein. Oh, aber die kannst du gar mitnehmen. Die Kiste können wir noch mal eins snacken. Oh, noch 433. I mean, das ist ja zum Wohle Roms, ne? Wir sind quasi Robin Hood. Wir beklauen alle, um die Stadt aufzubauen. Ich meine, gut, Robin Hood hat die Reichen beklaut, um die Armen zu helfen. Wir beklauen einfach alle, um alle zu helfen. Und ich meine, mir ist es egal, reich ob arm, ne? Ich will nicht sterben. Keine Sorge, du stirbst nicht. Ich bespringe dich bloß. Das ist ein Hobby von mir. Das ist auch mal der nächste Romulus-Knast. Ich nenne ihn jetzt einfach Romulus-Knast, weil ich keinen Bock auf die Aufgaben habe. Das sind Sachen, die man nicht will. Genauso wie ich wie in den Knast gehen. Ah, das hier ist, glaube ich, die Diebesgilde, ne? Ja, La Volpe Adormenta.
Adoramentata. Hakuna Matata. Diesen Spruch sag ich gern. Kann ich mir was kaufen? Nee. Ich kann Kleider färben, aber ich will eigentlich nichts färben. Obwohl, hier gibt es verschiedene andere Farbtöne, ne? Aber ich will nicht färben. Nein, wir färben diesen Spiel nichts ein. Das ist Geldverschwendung in meinem Film. So, ich setze mich jetzt hier auf die Bank. Ich bin doch gar nicht mehr da. Ich sitze jetzt bei euch, bin ich da. Oder so. Gut, auf jeden Fall sage ich danke fürs dabei sein. Und im nächsten Part kümmern wir uns denn um die Diebe. Ich sage danke und bis dahin und ciao.